Wir freuen uns, dass ihr geboren seid und habt Geburtstag heute. Herzlichen Glückwunsch zu deinem ersten Geburtstag. Jan und Lea. Seit einem Jahr leben sie bei Ruth Schwarz und ihrer Familie. Die Zwillinge, Ruths Pflegekinder Nummer 24 und 25. Von Anfang an weiß sie, die beiden bleiben nicht für immer. Auch wenn man das jetzt schon ganz oft durchgemacht hat mit ganz vielen Kindern, ist es dennoch jedes Mal wieder anders und wieder gleich und wieder genauso schmerzvoll. Familie Schwarz kennt das so. Seit 16 Jahren sind Ruth und ihr Mann Christian nicht nur für ihre Töchter da, sondern auch für Pflegekinder. Bereitschaftspflege. Kinder in akuten Notsituationen aufnehmen, ihnen ein Zuhause geben, Liebe, Geborgenheit, für eine Nacht oder mehrere Monate. Jan und Lea kamen kurz nach Geburt, die leibliche Mutter, alleinerziehend, war überfordert. Kinder eine Zeit begleiten, Ruth Schwarz fand den Mut dazu in einer Krise. Da hatten wir unser drittes Kind spät in der Schwangerschaft verloren. Und als ich da eben so durch dieses Tief durch war und wieder angefangen habe zu überlegen, was wird jetzt, was möchte ich noch mal ein drittes leibliches Kind oder möchte ich wieder als Hebamme arbeiten? Ein Zufall bringt sie auf ihren neuen Weg. Bekannte erzählen Ruth und ihrem Mann von der Bereitschaftspflege. Also Kinder zum Übergang aufnehmen, nicht als Ersatz für das Verlorene, sondern eben einem Kind ein Zuhause geben für eine Zeit, die sowieso eben irgendwo untergebracht werden müsste. Das war genau das, was ich mir vorgestellt hatte. Mutter auf Zeit. Zu diesem Job gehört auch, die Kinder auf ihr neues Leben vorzubereiten. Im Jugendamt in Stuttgart treffen die Zwillinge ihre neuen Pflegeeltern. Ganz behutsam werden sie auf die Trennung von Ruth vorbereitet. Ein großer Schritt, nicht nur für die Kinder. Ganz gut zu bauen. Wenn ich Lea auf Hände nehme, dann ich denke, oh, sie bricht mein Herz. Und wenn ja, dann ist das auch ein besonderes Gefühl. Der Tag der endgültigen Trennung. Noch ist es zum Glück nicht so weit. Doch er kommt langsam näher. Was mich da ein kleines bisschen tröstet, ist, dass die zu zweit sind. Und dass die sich ja eben gegenseitig immer spiegeln, wir sind nicht allein, aber der Abschied wird schwer sein, ganz sicher. Denn diese beiden Kinder, die sind schon ja, sehr tief in meinem Herzen inzwischen. Bis dahin genießt Ruth jeden Tag mit den beiden und bereitet sich vor. Sie weiß, der Abschied, das ist das Schwerste an ihrem Job. Beim letzten Mal hat sie sogar ans Aufhören gedacht. Ich weiß nicht, wie viele Abschiede so ein Herz aushält. Und ja. Komm hierher, Emil. Auch dieses Mal denkt sie wieder, können die Kinder nicht bleiben? Die Mutter hat schon recht früh gefragt, ob die nicht bei uns bleiben können. Und ich habe mich da schon auch ertappt, dass ich dachte, oh, dann habe ich keinen Abschied. Das wäre natürlich auch herzschonend, aber ja, der Weg ist ein anderer. Der erste Geburtstag. Bevor die Zwillinge ihren eigenen Weg gehen, feiern sie alle noch einmal zusammen. Fast ein Jahr lang waren sie eine Familie. Die Erinnerung, die wird bleiben.